Hallo Leute, ja, wir sind hier in Rimworld unterwegs. Wir haben letztes Mal, ich glaube, Paige war es, die da sich erbrochen hat, der es nicht gut geht. Da müssen wir gucken, wie wir das irgendwie hinkriegen, dass es der besser geht. Dafür, ja, ist die Laune verantwortlich. Die müssten wir auf jeden Fall besser haben. Natürlich ist hier jetzt gerade im ganzen Spiel überall nicht so schön und das ist ihr Problem. Müssen wir schauen. Das nächste, was dann auch ist, hier unten sind zwei Rationen Essen. Das ist ein bisschen wenig. Wir haben hier aber noch genug zum Machen. Reis und Kartoffeln sind da. Das müsste dann mal was werden, ne? Aber ja, wer kocht die Portionen, die dann vor allem nicht so schlecht sind, dass man eine Lebensmittelvergiftung kriegt, ne? Da müssen wir mal gucken. Nach dem Logo geht's dann weiter. So, dann lass uns mal gerade schneller laufen, bis einer aufsteht. Mal in der Nacht, da ist jetzt jemand unterwegs. Es wird ja jetzt Tag, ne, oder? Ja, wird Tag. Weli holt sich was zu essen. Wie sieht es überhaupt mit Forschung aus, ey? Da haben wir nicht ganz viel bis jetzt, oder? Batterie 400, okay. Da sind wir auf jeden Fall dran, ne? Aber das könnte ein bisschen besser werden, ne? Klimatechnik haben wir schon, oder? Nährpaste, das wäre vielleicht besser, wie was wir bis jetzt haben, ne? Wedi, wo ist Wedi jetzt hingegangen? Da oben. Was macht er denn? Glättet Boden, okay, nur dann. Ich glaube, wir gehen mal auf Stufe 2, ne? Sie würde besser im Bett bleiben, ne? Irrt aber noch umher. Lebensmittelvergiftung ist immer noch da. Aber die Stimmung kommt hoch. Ah, ist rohe Nahrung, ja. Sieht so aus, als ob die Stimmung 28% ist. Jetzt nicht so viel, aber vielleicht kriegen wir da ja was hin. Essen sind zwei und da kommt auch die dritte Portion dabei. Dann geht das schon mal, ne? Hier ist der Boden wohl gleich fertig. Dann können wir auch ein Bett umbauen, ne? Aber die Betten hier lassen wir mal stehen und bauen neue, denke ich. Die können wir dann neu sortieren. Möbel. Schlafsack. Das können wir nicht bauen. Holzbett können wir bauen. Komm, dann machen wir das dahin. Holz haben wir bestimmt noch. Ne, haben wir nicht so viel. Müssten wir noch vielleicht was fällen. Und das für Viecher hier. Befehler. Holz hacken. Da haben wir ordentlich was zu tun dann. Wie sieht es denn mit unseren Mauern aus? Hier ist schon mal gut. Bis dahin. Und hier ist ansatzweise. Und die weiter weg kann man noch nicht fertig. Hier wird geforscht. So, Forschung war ja hier. 400 steht da immer noch. Na, wollen wir hoffen, dass das vorangeht. Da wird das Bett jetzt gebaut. Das müssten wir jetzt anders claimen, ne? Besitzer wählen. Dann ist jetzt das Bett frei. Und das können wir jetzt mal für medizinische Zwecke machen. So, und ach so, er braucht noch ein Zimmer dann, ne? Red Run hat das Zimmer. Da müssen aber noch die Wände gebaut werden. Red Run macht was? Was macht Red Run? Entspannt sich sozial, okay. Beige. Wie sieht es hier aus mit Bedürfnissen? Die werden immer besser, das ist schon mal gut. Wie sind denn die Temperaturen hier? Drinnen 23 Grad. Draußen 25. Hier sind es Minusgrade. Wie viel ist es hier im Krankenzimmer? 20 Grad, okay. Aber hier können wir mit leben, mit 23 Grad zurzeit. Können natürlich hier auch eine Klimaanlage reinbauen, ne? Na, hier ist noch ein Zimmerchen jetzt gekommen. Da müsste man mal gucken, was wir da rausmachen, ne? Kühlung läuft auf jeden Fall. Hier können wir noch was abbauen. Also Befehle waren ja an.
Forschung abgeschlossen, Batterien, okay. Ja, dann sollten wir jetzt auch definitiv mit den Batterien gucken, dass wir die hinkriegen, ne? Ja, wo bauen wir die hin? Hier. Bauen wir erstmal dahin. Stahl und Bauteil. Der speichert Strom für den späteren Gebrauch. Aufgeladene Batterien explodieren, wenn sie einem Regen oder Feuer ausgesetzt sind. Ah, das heißt, abbrechen. Das heißt, wir bauen die vielleicht hier rein. Da macht es doch Sinn, oder? Nochmal Architektur Strom. Hier ist ein Stromschalter, okay. Oh, der ist mal da rein. Das ist, glaube ich, überdacht hier. Und wir könnten da auch eine Tür reinmachen. Möbel war nicht hier, ne? Oder? Ne, da ist ein Regal. Tür. So, das läuft erstmal. Es ist wieder Nacht. Lass mal gerade über Nacht schneller wieder laufen. Können wir mal gerade reingucken. Also Körper. Ah, guck mal da. Die Lebensmittelvergiftung ist schon mal weg. Das ist schon mal gut. 48 und 6. Okay, hätte ich jetzt mit mehr gerechnet. Wir haben hier sehr hungrig. Okay, das kann man ändern. Ist auch schon geändert. Unangenehme Umgebung ist jetzt 5 nur noch. Was passiert? Ein Häschen ist tot. Aber keine Forschung. Hydrokultur, verbesserte Lampen. Sprengfallen, Solarmodul. Maschinenbau. Ach so, davor ist noch irgendwas, ne? Bäume anpflanzen. Curvebogen, Psychoidbraun, Teufelsgarn, Bierbraun, Teppichherstellung, Drogenherstellung. So kann ich das auch nicht verschieben. Maschinenbau ist aber abhängig von was anderem, oder wie sehe ich das? Aber irgendwie müssen wir das bauen, oder? Solarmodul wäre jetzt auch nicht schlecht, ne? Überlebensration, Röhrenfernseher, Geothermie, Biosprit. Das ist hier alles nichts, was ich brauche. Sind halt auch mehr hier, ne? Hydrochlorbecken und Nutzpflanzen geschlossene Räume unabhängig von Bodenbeschaffenheit und Wetter zu kultivieren. Okay, ah, ich mache den Maschinenbau. Voraussetzung nicht erfüllt. Schmieden. So, das war hier, ne? Schmieden können wir forschen, dann machen wir das als erstes. Gut. Forschung läuft. Ja, Räume müssen noch fertiggestellt werden. Und hier sauber machen wäre angesagt. Warte mal, dafür brauchen wir aber zu. Nee, Zeit. Zu. Zeitplan? Nee, Zeitplan nicht. Arbeit. Feuerpatienten. Hilfsmittel, Tierpflege. Kochen ist auf 2 her. Jagen. Wo ist denn Reinigen hier? Aber das haben wir schon hochgesetzt, oder? Ja, dann ist es erstmal so.
Hier werden jetzt Kartoffeln roh gegessen, oder wie habe ich das gesehen? Wieso wird nicht gekocht? Kochen ist wichtig. Aufgaben ist doch drin, oder? Wiederhole für immer machen wir erstmal. Kann nicht sein, dass die jetzt Kartoffeln essen, oder? Rohe Kartoffeln vor allem. Hier, da, guck's dir an. Das kann nicht gut sein. Ja, Bedürfnisse. Was rohe Nahrung, da haben wir nämlich den Salat schon wieder. Wenn es mal Kartoffelsalat gewesen wäre, wenigstens, ne? Alles schläft. Ja, was ist das hier, ein Geier? Ein Truthahn, okay. Ist damit Tisch aus Holz. Warte, vielleicht gibt es auch noch mal andere Aufgaben, ne? Ne, die brauchen wir alle nicht. Das ist klar. Und hier können wir definitiv keine anderen Aufgaben machen, ne, oder? Kochen 6 brauchen wir dafür, okay. Wir sind da bei 2, glaube. Also nicht so prickelnd. Hier sind Gefangenenbetten. Ist auch doof mit dem, dass die da durchlaufen müssen, ne? Vielleicht macht einer mal am Boden hier noch schön. Holzboden hier, zack. Wer ist denn hier unterwegs, Paige? Was macht die? Häschen ist tot. Ah, ist egal. Häschen 3 wurde zerrissen. Alle schlafen jetzt hier, aber es muss ja langsam mal vorbei sein mit Schlafen, oder? Ja. Okay, Holz haben wir jetzt tatsächlich genug. Was macht denn unsere Batterie? Die müssten wir mal an Strom anschließen, damit die geladen werden kann, ne? Na, mal gucken, was daraus wird. Aha, da ist schon mal was gemacht worden jetzt. Jetzt fehlt nur an dieser Stelle hier. So, und jetzt müsste die geladen werden, oder? Ja, jetzt sie auch. Ja, schauen wir mal, oder? Sollte man noch einbauen? Ich weiß es nicht. Was mit den Kartoffeln? Werden jetzt nicht so gegessen, ne? Nein, die werden gekocht. Gut. Wie sieht es mit den Walzern aus? Es gibt keine. Hier wird die Wand gemacht, oder? Was hat sie für ein Problem? Das ist schon mal gut. Heftige Schmerzen hat sie. Ah, das heißt, wir müssten mal gucken, dass wir Medikamente irgendwo herkriegen, ne? Haben wir aber nicht. Auf jeden Fall wird Essen gekocht jetzt erstmal hier. Einer ist da noch drinnen. Sie geht spielen, oder wie sehe ich das? Wo geht sie denn jetzt hin? Hier laufen schon Tiere rum. Gute Frage, ne? Was macht Redrun da? Ich weiß nicht, was da steht.
Kartoffeln geerntet oder was hat sie da jetzt gemacht? Ah, schade. Hand. Keine Ahnung, wofür die Hand gut war. Das Symbol ist weg, weil ich jetzt irgendwie gerade nicht geschafft habe, die Pause zu drücken. Ich hält, ne? Katharsis. Sehnliche Erwartung. Rohe Sachen gegessen, ist klar. Erholung, Entspannung. Beruhigt Hase 3. Ach, das ist das, okay. Da wurde sich unterhalten. Okay, da wurde versucht zu trainieren. Alles gut soweit. Dann haben wir hier Stufe 2 ran. Was ist das für ein Vieh? Wurmratte, okay. Wir haben jetzt 5 Nahrung, das ist schon mal gut. Da kommt auch schon die 6. Das heißt, wir haben 2 Rationen erstmal für jeden da. Hier müsste mal einer aufräumen, ne? Ne, Zeitplan nicht, Arbeit. Müssen das mal hier auf 1 stellen, damit hier mal sauber gemacht wird, glaube. Besuchergruppe. Eine Gruppe der Fraktion Kwakan-Mamla Clan besucht die Kolonie. Sie scheinen ein paar Waren zum Handeln dabei zu haben. Okay, die kommen da schon. Und er ist der Händler, ne? Mal abwarten, bis die da sind. Aber ich sehe schon, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Mal ein Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.